Sportqualität. In wenigen Minuten ist es soweit, damit der Herr Adanetsch das Spiel zwischen RSK Bodigammer Sturm Graz und unseren Gästen aus CG anpfeifen. Wir kommen nun zur Mannschaftsaufstellung der beiden Mannschaften. Wir fangen an mit unseren Gästen aus Slowenien, mit Celje, dem Sechstplatzierten der slowenischen Bundesliga. Im Tor mit der Rückennummer 22, Nadja Schrossmann. Mit der Nummer 40, Tatei Wittmeier. Mit der Nummer 20, Jan Vlies. Mit der Nummer 4, Laura Tschech. Mit der Nummer 23, Zan Benedicic. Mit der Rücknummer 60, Rock Strauss. Mit der Nummer 9, Mitja Lokric. Mit der 7, Danny Strauss. Nummer 2, Jan Andrej Jasic. Nummer 18, Elvir Ibisevic. Und mit der Nummer 3, Elvedin Cinic. Austauschspieler mit der Nummer 5, Jure Brauner. Mit der Nummer 33, Musue Morris. Mit der Nummer 21, Jakob Novak. Nummer 11, Luka Kerin. Nummer 8, Dylan Petschnik. Nummer 17, Stian Czungur. Mit der Nummer 19, Kaspar Koritnik. Und mit der Nummer 24, Jan Wittmer. Betreut wird Serie vom Trainer Dusan Kostic. Wir kommen nun zur Aufstellung der SK Bodigammer Sturm Graz. Im Tor mit der Rückennummer 27, Siebenhandel Jörg. Mit der Nummer 6, Lackner Markus. Nummer 11, Grozurek Lukas. Nummer 14, Pink Markus. Nummer 16, Hosina Philipp. Mit der Nummer 18, Husbeck Philipp, mit der Nummer 20, Pereira Philippe, mit der Nummer 23, Spendlhofer Lukas, mit der Nummer 26, Koch Fabian, die Nummer 33, Obermeier Raphael und mit der Rückennummer 37, Etze Emeka Friedei, Austauschspieler des SK Bodigammer Sturm Graz. Mit der Nummer 32, Schützenauer Tobias. Nummer 4, Schrammer Thomas. Mit der Rückennummer 21, Fadinger Lukas. Und ganz herzlich dürfen wir nun die Rückennummer 22 begrüßen. Das ist ein Strasser Fußballer, der hier angefangen hat zum Fußballspielen. Ist unter anderem auch schon bei sehr vielen Nachwuchsnationalmannschaften durchgelaufen, war Kapitän der U16-Nationalmannschaft und hat Fuß gefasst beim SK Bodigammer Sturm Graz. Begrüßen wir mit der Nummer 22 unseren Koch Tobias! Mit der Rücknummer 36, Piras Gabriele. Mit der Rücknummer 38, Nehmer Michael John. 34, Geierhofer Niklas und mit der Rückennummer 15, Amor Mini. Der SV Straß wünscht ein spannendes und tolles Freundschaftsspiel zwischen dem SK Bodigammer Sturm Graz und CG. Die heutige Ballspende. Es gibt gleich drei Ballspenden und der SV Straß bedankt sich recht herzlich für die Ballspenden und anderen von der Firma Diskontfinanz. Hier ist der Inhaber Gottfried Röck. Recht herzlichen Dank an den Gottfried. Und auch eine zweite Firma von Gottfried Röck ist bei dieser Spende dabei, die Firma Imox Immobilien aus Graz. Weiters bedanken wir uns bei der nächsten Beispende bei der Firma MySuccherung von Thomas Wuttenberger aus Gabersdorf. Und die dritte Beispende bedanken wir uns, die kommt aus Straß. Von der Firma Steirer-Lanau Straß, Inhaber Manuel K. und Christian Nistl. Das ist die Firma Steirer-Lanau, der Funkanbieter in der Region. Und eine schöne Nebensache, der Sohn von Christian Nistl, der elfjährige Sebastian Nistl, wird heute den Anstoß vornehmen.
Danke an die drei Rutschballspenden von diesen drei tollen Firmen. Und nun begrüßen wir zwei Mannschaften und hoffen, dass es wirklich ein toller Fußballnachmittag wird hier in Straß. So begrüßen wir noch die beiden Mannschaften mit einem Riesenapplaus zum heutigen Freundschaftsspiel, zum internationalen Freundschaftsspiel. Ja, schönen Freitagnachmittag hier aus Straß zum Testmatch des SK Buntigumer Sturm Graz gegen den NK Celje, den 6. der slowenischen Liga. Die Mannschaften soeben auf dem Weg aufs Spielfeld, angeführt vom Schiedsrichter Gerd Alanic und seinen Assistenten. Schauen wir gleich zur Aufstellung der Grazer. Die fangen im Tor mit Jörg Siebenhandel an, dann eine Viererabwehrkette mit Fabian Koch auf der rechten Seite, Markus Lackner und Lukas Spendlhofer in der Innenverteidigung und dann Philippe Ferreira auf links. Raphael Urmeier gibt heute den zentralen Part vor der Abwehr, dann noch Philipp Hosener und Lukas Grotzorek vor Obermeier, Ese ganz vorne, Philipp Husbeck und Markus Pink auch noch in der Offensive dabei. Ja, heute nicht dabei sind Peter Schul und Stefan Hierländer, das sind beim A-Team, die werden heute gegen Nordirland in der UEFA Nations League noch antreten. Dario Maresic und Sandy Lovric sind beim U21-Team und Ota Kiteschwili ist beim georgischen Nationalteam. Dann schauen wir noch schnell die Aufstellung der slowenischen Gäste an. Im Tor beginnen die Slowenen Matthias Rossmann, dann Tadej Wittmeier, Jan Flies, Lovren Cvek, Zan Benedicic, Rok Strauss, Mitja Lotri, Deni Strauss, Jan Andresevic, Elve Ibisevic und Elvedin Cincic sind die Starting Elf der Slowenen. Slowenen, wie gesagt, Sechster in der slowenischen Liga. Celje, das letzte Spiel zu Hause gegen Olympia Laibach mit 1:3 verloren. Die Grazer ja auch nicht viel besser in die Länderspielpause gestartet mit einer knappen Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg. Und heute werden wir schauen, wie das Spiel gegen den Sechsten der slowenischen Liga ausgeht. Schauen wir noch auf die Ersatzbank der Grazer. Dort nehmen heute Platz Tobi Schützenauer, Thomas Schrammel, Lukas Fadinger, Tobias Koch, der ein Strasser ist, der aus der Strasserjugend kommt. Also ein kleines Heimspiel für Tobias Koch, Gabriele Piras, Michael Lehmer ist noch auf der Bank und dann noch zwei Amateure, Winnie Amor und Niklas Geierhofer. Gleich vorweg, der nächste Event, der ansteht, ist, bevor das Spiel beginnt, bevor der Schiedsrichter Adanic das Spiel anpfeift, da wandert der Sturmvorstand am Sonntag von Gussek nach Majazell. Der Wetteinsatz, das ist der Wetteinsatz für den Cup-Sieg. Alle näheren Infos gibt es unter sksturm.at. Und was jetzt wieder losgeht, ist die E-Bundesliga. Die startet nämlich in die zweite Saison. Da kann man sich unter sksturm.at/e-Bundesliga anmelden und für das Spiel und für das Team von, für das E-Team des Rekordmeisters spielen. So, das Spiel hat begonnen. Die Grazer probieren es gleich mit einem langen Ball in Richtung slowenischer Hälfte. Möchten sich beide Teams natürlich keine Blöße geben und möchten natürlich viel Selbstvertrauen, was man brauchen kann, mitnehmen in die Bundesliga, die nächsten Aufgaben nicht ohne, vor allem für Sturm Graz, zwei Auswärtsspiele stehen an. Das nächste Auswärtsspiel gegen die Wiener Austria und dann kommt Hartberg, also wird nicht einfach für die Schwarz-Weißen. Zu weit der Ball für Husbeck.
Lackner schläft da etwas, aber abseits der Nummer 18 von Ibisevic. Glück für die Grazer. Koch lässt das Siebenhandel etwas mitspielen, der muss sich da fußballerisch beweisen, das macht er gut, der Jörg Siebenhandel. Aber die Slowenen drücken schnell an und Husbeck bleibt da hängen an der Nummer 40 und dann aber im Verbund mit Koch und Obermeier können die Grazer da den Ball klären. Wieder weiter Abschlag von Siebenhandel, ja, die Slowenen drücken da drauf, lassen den Grazer da wenig Raum hinten rauszuspielen. Zurück. Wieder über rechts, über Koch, Husbeck. Da gleich zwei Nettigkeiten zwischen Koch und der Nummer 7, zwischen Deni Strauß. Husbeck bleibt aber hängen und wieder die Slowenen über die Nummer 23. Über Benedicic und abermals können die Grazer diesen Angriffsversuch der Slowenen unterbinden. Seitenwechsel von Spendl auf Husbeck, der kommt dann direkt weiter auf Hosiner. Der wieder auf Husbeck. Und dann das Foul der Nummer 40 wird aber nicht gegeben, sondern es gibt Abstoß für Zelje. Samstag 17 Uhr gegen Wacker Innsbruck. Ese bringt den Ball rein. Etwas zu weit, aber Philipp Husbeck ist da. Mit dem Verslauf Hosina, aber Foul von Fabian Koch. Foul von Ferreira. Grazer können sich wieder nur mit einem weiten Abschlag durch Jörg Siebenhandel behelfen. Die Slowenen gehen da ordentlich drauf auf die Verteidigung im Rausspielen, aber im Spielaufbau hapert es noch bei Zelje. Obermeier fängt den Ball ab. Gut gemacht von Ferreira auf Krozorek und der kriegt die Ferse nicht weiter auf Ese. Und wieder die Slowenen. Gut gespielt von Strauß.
auf Zweck. Der versucht ins Loch zu stecken, aber Lackner mit dem Fuß dazwischen. Lackner, der heute in der Innenverteidigung aufgeboten ist. Verlagerung auf links von Siebenhandel auf Ferreira. Obermeier wird da gleich attackiert gegen zwei und dann kriegt er das Foulglück gehabt in der Situation. Koch schickt Hosiner, gut angenommen von Hosiner auf Husbeck. Wieder Koch und Hosiner kommt nicht an Slowenien vorbei. Hosiner. Sehr schön. Gut durchgesetzt gegen Benedicic. Schickt Hosiner und der wird da abgedrängt. Schlecht gelöst von Obermeier und der erste Eckball jetzt für die Slowenen. Da hat die Nummer 50 Rock Strauß nachgesetzt. Abgespielt, zurückgelegt an den 16er. Aber das machen sie Slowenien nicht gut. Grotzorek passt da gut auf. Jetzt kann er einen Meter machen und Platz und Hosiner schicken. Aber etwas zu weit, zu steil. Grazer gut gestanden. Setzt Husbeck nach. Einwurf auf Husbeck, gut gemacht von Koch. Immer noch Husbeck, zurück auf Obermeier. Er wechselt die Seite, Ferreira hat jetzt etwas Platz. Aber die Grazer müssen wieder von hinten beginnen.
Sie kann sich durchsetzen. Ohrmeier holt sich den Ball. Koch, gut gelöst, Spendlhofer. Wieder Husbeck gelöst auf der rechten Seite, da fühlt er sich wohl, zurück auf Koch. Der hebt den Ball mit links rein, Kotzorek verlängert, aber da wäre das Durchlassen auf Pink besser gewesen. Da wäre richtig, wäre Markus Pink richtig gestartet. Und wieder Abseitsstellung der Slowenen. Gerade wieder links für Ferreira. Mal aussteigen lassen. Dann versucht er auf Pink. Setzt nochmal nach. Ball bleibt bei den Grazern. Ese. Gut gesehen auf rechts. Husbeck jetzt etwas mehr Platz. Philipp Husbeck. Legt zurück auf Koch. Der zieht einmal ab, aber der Schuss geht in die Beine der Slowenen. Wagner hält den Ball im Spiel. Und dann das Foul von Wittmeier an Husbeck, der da vorbei gewesen wäre, Ball gut abgelegt. Dann kann sich der Slowene nochmal mit einem Foul behelfen. Schnell abgeführter Freistoß. Lackner. Ese. Husbeck. Und zurück auf Hosina. Der den Schritt vorne ist. Wieder Koch, gut gesehen auf Kotzorek, der hat jetzt viel Platz. Ballannahme mäßig, Husbeck, Rosina kommt dran, aber jagt den Ball drüber. Aber gute Aktion der Grazer, schnell gespielt, Koch sieht den freien Husbeck, sieht den freien Kotzorek, der lässt weiter tropfen auf Rosina. Und dessen Schuss wird leider etwas zu hoch aus. Wurde aber noch entscheidend bedrängt von einem slowenischen Abwehrspieler. Und wieder die Graz über rechts. Diesmal nicht. Lackner tritt ab. Spendlhofer. Husbeck. Sehr oft Anspieler, guter Zweikampf von Fabian Koch. Obermeier, Lackner, Grazer, wieder im Ballbesitz. Auf Pink, mit der Brust weiter auf Ese, aber dann wieder ein Fuß dazwischen. Aber Sturm kommt langsam in den Genuss von mehr Offensivaktionen. Obermeier wird geschickt. Gut nachgesetzt von Obermeier.
Rosina. Wieder ein Schlag ab Husbeck. Das Ganze nochmal von vorn über Lackner. Koch, wieder Lackner. Wechselpass auf die linke Seite, auf Ferreira, etwas zu kurz. Slowenien können auch nur mit dem Kopf klären und damit gibt es den ersten Eckball für Sturm. Ball noch im Spiel. So wenig können jetzt aber klären. Ferreira kommt da nicht dran und es gibt Einwurf. Für Zellje. Schnell eingeworfen, Laufduell zwischen Ibisevic und Lackner. Der legt in die Mitte ab und dann jetzt nochmal gefährlich. Slowenien kriegen jetzt den Ball auch nicht unter Kontrolle. Erster Schuss der Slowenien und der kommt nochmal ganz gefährlich vor Jörg Siebenhandel auf. Aber dann ohne Probleme der Sturm Schlussmann. Weiter Abwurf jetzt auf Fabian Koch. Der hat jetzt etwas Platz auf rechts, kann Meter machen. Jetzt kommt erst Strauß. Schickt Eser in den Raum in die Tiefe, wird aber auf Abseits entschieden. Wieder schnelles Spiel. 3-4 Stationen nur. In diesem Fall 2. Dann schauen wir mal die Grazer wieder vorne. Lackner. Siebenhandel im Bedrängnis, der mit einem schlechten Abschlag jetzt, aber geht es vielleicht nochmal schneller. Obermeier zu ungenau auf Hosiner. Ferreira mit dem Außenpass riecht schön auf Grotzorek. Grotzorek setzt sich da durch, zieht in den Strafraum. Nochmal Lukas Grotzorek, legt ab. Keiner kommt dran, Ese doch. Kriegt nicht den Elfmeter, den er gern hätte. Berührung war da, aber wahrscheinlich zu wenig. Dafür, dass der Pfiff kommt. Wieder Wechsel auf rechts, auf Husbeck, der sich immer wieder löst, immer wieder anspielbar ist auf seiner rechten Seite. Pass Husbeck, Hosiner funktioniert nicht. Jetzt haben wir die Slowenen. Tief gespielt. Ball geht an Lackner vorbei. Spendlhofer jetzt gegen Ibisevic. Der weiter auf Strauß. Und dann wieder Jörg Siebenhandel mit einer Glanz. Da die Slowenen auch sehr geradlinig Richtung Tor, vor allem mit viel Tempo. Und dann war es Lotrich. Zurück. Ferreira jetzt auf links viel Platz, spielt direkt rein, aber findet keinen Abnehmer. Pink, Pink und dann ist ein Slowene dazwischen. Nächste Chance, Husbeck am Ball, wird auch wieder abgeblockt. Koch. Husbeck dann mit dem Foul.
Strauß steckt gut durch auf den anderen Strauß, der Slowenen. Gute Chance am Zungenhandel mit einer Riesentat. Lackner Fußbeck direkt weiter auf Hosiner, der dreht sich aber nach außen. Aber das ging jetzt einfach. Doppelpass durch die Abwehr durch. Und dann war es Deni Strauß, der die Chance hatte, und Jörg Siebenhandel mit einer Glanzfußparade den Rückstand für die Grazer verhindert hat. Ferreira, Pink, Obermeier. Und wieder wird der Jörg Siebenhandel in Bedrängnis gebracht, aber jetzt auch mit Hilfe des Platzes, wo sich der Ball kurz vor ihm verspringt. Koch, Husbeck, schickt Ese, der gut gestartet ist, den Ball direkt rein, mit auch viel zu weit, mit viel zu viel Kraft dahinter, die Flanke reinkommt, mit mehr Gefühl wäre Markus Pink und Philipp Hosiner da gewesen. Ferreira bringt den Ball weit rein, auf Lackner etwas zu lang, und die Slowenen können klären. Und weiter geht's mit Einwurf auf der rechten Seite. Obermeier. Ferreira gegen Strauß. Flanke Obermeier, Hosiner. Und der geht knapp vorbei. War aber noch ein Slowene dran. Stradic entscheidet auf Eckball für Sturm. Man kommt und die Slowenen können klären. Kochauer wieder mit dem Wechsel auf rechts. Auf Philipp Husbeck, der direkt weiter. Und da ist Fabian Koch, und der geht an die Stange. Alles Philipp Hosiner was, Entschuldigung. Direkt gespielt, und dann kriegen die Grazer den Ball nicht im Tor unter die Stange bei dem Kopfball. Von Ese was. Wittmeier, Lackner, dazwischen Einwurf für Zellje. Hosiner. Wieder Strauß dazwischen, Rockstrauß, die Nummer 50. Abseits.
Ferreira mit dem Fehlpass, jetzt wieder die Slowenen ein Schuss und der kommt wieder ganz ungut vor Jörg Siemhandl auf mit Problemen, aber kein Slowene in der Nähe, der da nachsetzen könnte, den Abpraller verwerten könnte. Jetzt die Grazer wieder, Abwurf über rechts, über Fabian Koch. Geht viel über rechts, schickt Husbeck und wieder ein Kopf dazwischen, der kommt aber an. Husbeck und zu weit für Markus Pink. Dazwischen Grotzeug, aber Ball kommt zu Ese. Ese behauptet den Ball, zieht einmal ab und dann wird der Schuss noch mal gefährlich. Da muss sich Grossmann im Tor der Slowenen lang machen. Gesehen von Philipp Husbeck, Obermeier, wieder Husbeck, schickt ihn auf die Reise auf rechts. Steckt durch für Hosiner, der legt wieder ab und da ist jetzt Pink, der nicht hinkommt. Gute Stafetten der Grazer, überlegte Stafetten, nur im Abschluss noch kein Glück. Ich darf Sie nochmal darauf hinweisen, auf die nächsten Spiele der SK Sturm Graz. Am 21. Oktober um 17 Uhr geht es gegen die Austria in Wien. Und dann die Woche drauf gleich wieder ein Auswärtsspiel, diesmal in Hartberg beim Steirer Derby gegen den TSV. Und dann erst am 3. November das nächste Heimspiel der Grazer gegen Wacker Innsbruck. Eine Information darf ich auch noch mitgeben. Einen Mitgliederinfotag gibt es am 16. Oktober um 18 Uhr in der Raiffeisen Landesbank Steiermark Zentrale in Raber. Infos gibt es unter www.skasturm.at. Ebenfalls Infos zum Wetteinsatz des Vorstandes an diesem Wochenende. Die Wanderung von Gußwerk nach Mariazell nach dem gewonnenen Cupsieg gibt es auch unter skasturm.at. Und die E-Bundesliga startet in ihre zweite Saison. Man kann sich unter skasturm.at E-Bundesliga anmelden und spielen für das E-Team des Rekordmeisters. Das Ganze powered bei der Energie Steiermark. Aber zurück zu diesem Spiel. 30 Minuten hier in Straß vorbei zwischen Sturm Graz und dem NK Celje. 0:0 steht es noch nach 30 Minuten. Ausgeglichenes Spiel, flottes Spiel auf beiden Seiten. Einige Chancen. Die Grazer vielleicht jetzt etwas näher dran. Mit den zwei Hochkarätern zum Schluss von Ese, dessen Kopfball an die Stange geht. Und der Chance von Markus Pink, wo er um Zentimeter nicht rankommt. Aber auf der anderen Seite auch Jörg Siebenhandel mit einer Glanztat, wo sich die Slowenen ganz einfach durch die Grazer Abwehr durchkombiniert haben und dann mit einer Fußabwehr den Rückstand aufhalten konnte. Rechthaus schüttet das Slowenien von hinten, jetzt mehr Platz für die Grazer, über links von Markus Pink. Aber die Flanke, da macht er das überhastet, da hat er mehr Zeit, Markus Pink. Lackner, Spendelhofer, Obermeier, legt wieder auf rechts, auf Fabian Koch, über den auch viel geht, viele Angriffseröffnungen. Koch auf Ese, der steht nicht im Abseits, MK Ese, und jetzt kriegt er den Ball nicht vorbei, aber jetzt ist er drin, 1-0 Sturm. 32 Minuten vorbei, MK Ese.
wird da von Fabian Koch auf die Reise geschickt. Am Anfang macht das zu lästig, da kann Rossmann noch klären, aber dann kann er ins leere Tor einschieben. Friday Emekaese. Also 33 Minuten gespielt. Sturm führt jetzt gegen den NK Celje mit 1:0. Fabian Koch macht das Spiel wieder schnell. Viele. Macht das Spiel schnell und direkt über die Mitte, über die Zentrale. Ese gut gestartet in den freien Raum. Ball kommt gut über die Abwehr, direkt auf Ese. Der bleibt zuerst noch an Rossmann hängen, weil er es zulässig machen will. Und dann ihm nachsetzen kann den ersten Treffer für Sturm Graz machen. Was auffällt in diesen ersten 33, 34 Minuten, die Grazer probieren schnell nach vorne zu spielen, schnell sich durchzukombinieren, auch auf Geduld zu spielen, wenn es mal nicht den Platz gibt, um durchzukommen und dann aber eiskalt zuzuschlagen. Es hat sich in den letzten 15 Minuten abgezeichnet, die Grazer immer wieder sehr kombinierfreudig gewesen. Aber das einzige Negative, was heute etwas auffällt, ist auch dieses Umschaltspiel von Offensive auf Defensive. Da haben die Slowenen ab und zu viel Platz und kommen immer wieder ganz gefährlich vor den Kasten von Jörg Siebenhandel, beziehungsweise mit der einen Chance von Dennis Strauß, wo Siebenhandel parieren hat können. Und damit die Grazer noch nicht zurechtkommen, ist dieses starke Pressing der Slowenen, das sie am Anfang betrieben haben, jetzt wieder weniger. Aber wenn sie draufdrücken, draufpressen auf die Grazer Abwehr beim Herausspielen, dann tun sich die Grazer da extrem schwer. Ese, gleich direkt weiter auf Husbeck, wieder gut gemacht, gut gesehen von Friday Emekaese. Flanke kommt, aber nicht gut rein und die Slowenen können klären. Slowenien können klären. Wagner zurück auf Siebenhandel. Und wieder über rechts die Grazer. Wieder direkt. Prozorek, da ist aber jetzt ein Slowene dazwischen, aber sofort nachgesetzt. Ist mal Obermeier. In den Lauf etwas zu hart. In den Lauf gespielt von Philipp Hosina, sonst gute Idee. Ein paar Zentimeter zu klein, Philipp Husbeck. Aber Koch und er sofort im Nachsatz im Doppelpack, dann Krotzek und die Slowenen wieder mit dem weiten Ball nach vorne. Kein Foul.
wird entschieden vom Schiedsrichter. Foul von Rock Schmidt an Philipp Hosiner. Koch. Ese startet nicht. Und das Ganze nochmal von vorne jetzt. Wieder mal beim slowenischen Keeper bei Rossmann. Weiter Ball nach vorne. Diesmal Spendelhofer im Zweikampf macht das Foul gegen die Nummer 18, gegen Ibisevic. Und Ferreira dann noch mit dem klärenden Kopfball nach dem nicht allzu langen Abschlag von Markus Lackner. Hosina. Lass durch für Ferreira, der läuft den Ball auch noch auf der linken Seite. Jetzt rücken die Grazer zu langsam nach. Pink, falsche Entscheidung getroffen. Holt sich den Ball aber noch, Markus Pink. Gibt kein Foul. Ese. Kriegt den Ball noch rein und dann gibt es jetzt einen Eckball für die Grazer. Eckball für die Grazer und der geht an Freund und Feind vorbei. Spendelhofer kommt nicht dran, Pink kommt nicht dran. Minuten vorbei, Sturm führt durch den Treffer von dem EKSE, Minute 33 mit 1:0 gegen den NK Celje in diesem Vorbereitungsmatch, Testmatch in der Länderspielpause. Ein paar Grazer sind ja auch bei den Nationalteams, Peter Schul, Stefan Hielender beim A-Nationalteam, Sandi Lovric und Dario Maresic beim U21-Team und Ota Kitaishvili beim georgischen Nationalteam. Doch, klärt einmal. Lassen sich die Grazer etwas reindrücken, kommen da wenig raus. Aber jetzt gut nach. Ese gut gemacht. Wieder Ese und dann das Foul. Von Vlies. Lotritsch jetzt danach, Siebenhandel auf Lackner. Obermeier, gut gelöst. Koch wieder mehr Platz. Aber wieder schnelles Spiel, diesmal auf Pink. Gut gemacht. Pink legt auf links, aber auf Ferreira, der da mitzieht, mitkommt. Sicher gegen Strauß nicht durchsetzen kann und es gibt
den Einwurf für Zellier. Dann war anscheinend Ferreira doch noch dran. Slowenien jetzt einmal schnell gespielt. Benedicic, der zieht einmal ab mit links, geht aber auch weit am Tor von Jaksim Handel vorbei. Gut gefühlt hier die Sportanlage in Straß. Knapp 400 Leute haben den Weg hierher gefunden. Guter Einsatz von Philipp Husbeck. Obermeier. Ese kommt wieder an den Ball oder setzt sie durch? Nein. Nur mit einem Foul. Und kleines Wortgefecht zwischen Benedicic und Koch. Letzte Minute läuft hier in Straß. Viel wird es nicht zum Nachspielen geben. Koch, Lagner. Minuten jetzt vorbei. Stumm führt gegen Zellier jetzt auch der Pausenpfiff in dieser ersten Halbzeit zwischen Sturm und Zellier im Testmatch in der Länderspielpause mit 1:0. Torschütze Minute 33. Friday im Ekaese nach einer schönen Vorarbeit von Fabian Koch kann im zweiten Versuch Rossmann im Tor der Slowenen überwinden. Und wir sind wieder da, wenn es mit Hälfte 2 weitergeht.
Los geht's mit der zweiten Halbzeit hier in Straß beim Testmatch zwischen dem SK Buntigammer Sturm Graz und dem NK Celje, dem 6. der slowenischen Liga. Die Grazer führen durch den Treffer von Friday Mekhaese aus Minute 33 mit 1:0 gegen die Slowenen. Bei den Grazern ist ein bisschen durchgetauscht worden. Jörg Siebenhandel wird in der zweiten Hälfte ersetzt von Tobias Schützenauer. Auf der linken Seite ersetzt Thomas Schrammel unseren Portugiesen. Felipe Ferreira, auf rechts ist Fabian Koch weg, dafür ist Raphael Obermeier zurückgerutscht und Lukas Fadinger in die Partie gekommen. Lehmer ist neu in der Partie, John Michael Lehmer für Philipp Husbeck. Und Tobias Koch, der Strasser, darf auch rein. Freistoß jetzt für die Grazer. Thomas Schrammel kommt hoch, kommt lang auf die Lange und Pink kommt nicht ganz hin. Idee war gut. Auf die lange Ecke gezogen, aufs lange Fünfereck. Eine Spur vielleicht zu hoch, da war der Markus Pink nicht mehr der Größte. Verteidigung ist gleich geblieben mit Spendlhofer. Lagner, Fehler von Lukas Spendlhofer und da kommt Tobias Schützenauer recht, richtig gut raus, hat gut mitgespielt. Schlechter Rückpass von Spendlhofer und kann noch vor der Nummer 9 der Slowenen Lotrich klären. Sie kratzt wieder links über Schrammel, Grozurek. Koch in dem Stadion, wo er groß geworden ist in Straß. Wo er seine Jugendausbildung genossen hat. Grozurek. Koch. Schrammel. Alle Grazer bis auf Schützenau jetzt in der Hälfte der Slowenen. Spendlhofer. Wieder harter Einstieg. Diesmal von Ibisevic. Muss nicht sein in einem Testmatch. Auf Schrammel. Grozurek, Schrammel geht sie nicht ganz aus. Aber die Grazer bleiben weiter im Ballbesitz. Einwurf Schrammel auf Ese, der deckt den Ball gut ab. Grozurek, der hat einen guten Schuss und er macht das gut und er geht ganz knapp am langen Eck vorbei. Noch ein slowenisches Bein dazwischen und damit nächster Eckball für die Grazer. Aber gute Chance in Minute 49 für Lukas Grozurek. Lehmer mit dem Eckball. Slowenien können klären, Grazer bleiben im Ballbesitz. Obermeier. Wieder Fehler von Spendlhofer, wieder schlechten Pass gespielt. Diesmal kann Koch den Fehler klären. Und aus einem Pressball einen Einwurf für die Grazer rausholen. Lehmer kriegt den Freistoß nicht, die Slowenen weiter im Ballbesitz jetzt. Gut durchgesteckt und diesmal klärt Spendlhofer
vor der Nummer 7 vor Deni Strauß. Ohrmeier will da Pink einsetzen. Pink auch richtig gestartet, nur die Ausführung des Passes, die Qualität des Passes war leider mehr als dürftig. Grazer mit einem Spielaufbau. Kein Fall von Krotzorek. Lehmer. Strauß und der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und Einwurf für Sturm. Slowenien beginnt die zweite Hälfte wie die erste. Mit viel Druck auf die gegnerische Abwehr, macht den Grazern das Leben schwer. Ese mit damit einem Ballfehler, aber Schrammel kann es ausmerzen. Ese auf Koch. Der wechselt die Seite auf rechts auf Obermeier. Obermeier gegen Strauß, geht in den Strafraum rein, kriegt den Ball aber nicht rein und es gibt den nächsten Eckball für Sturm. Einige vereinsinterne Infos: am Sonntag wird der Wetteinsatz des Vorstandes eingelöst. Da gibt es die Wanderung von Gußwerk nach Mariazell. Der Wetteinsatz vom Cupsieg wird da vom Vorstand eingelöst. Und da die Chance für Lukas Schmedenhofer nach dem Eckball. Gibt keinen weiteren Eckball, wenn die Graz da reklamieren. Alle weiteren Infos zur Wallfahrt von Gußwerk nach Mariazell gibt es auf skasturm.at. Die Info über den Mitglieder Infotag in der Raiffeisen Landesbankzentrale in Raba gibt es auch auf skasturm.at. Der findet am 16. Oktober statt. Dann geht die I-Bundesliga in die zweite Saison. Man kann sich auf skasturm.at/i-Bundesliga für das Team des Rekordmeisters bewerben. Und die nächsten Spiele der Grazer sind am 21. Oktober um 17 Uhr in Wien bei der Austria. Und dann die Woche drauf in Hartberg beim TSV Steirer Derby. Und das nächste Heimspiel findet dann am 3. Oktober gegen Wacker Innsbruck in der Merkur Arena in Liebenau statt. Er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle, setzt aber nach. Und die Slowenien können klären. Aber Koch holt sich die Kugel. Unbedrängt. Spendlhofer. Hosiner auf Pink. Markus Pink. Gut gemacht. Und er macht fast den zweiten Treffer für die Grazer. Rossmann mit einer guten Parade und er geht nicht rein. Haben die Grazer auch nicht nachgesetzt. Jetzt aber Krotzorek. Ese. Zu viel Spielerei, zu viel Klein-Klein und die Slowenen können die Situation entschärfen. Da haben sie zu viel gespielt, die Grazer. Zu viel Klein-Klein im Strafraum. Da wäre mehr drin gewesen. Gute Flanke von Schrammel und Pink kommt nicht dran. Lehmer aber im Ballbesitz für die Grazer. Muss aber zurück abdrehen, findet keine Anspielstation aus seiner Position heraus. Spendlhofer gut gemacht, gute Körpertäuschung. Schrammel. Thank you.
Ese. Stoppfehler, aber Hosina ist da. Schrammel. Wieder Flanke auf, diesmal Lehmer und dann können die Slowenen wieder klären, die jetzt etwas unter Druck geraten. Koch. Zu ungenau auf Obermeier. Und Strauß. Kann den Ball für die Slowenen holen, wird aber bedrängt von Obermeier und muss zum Cornerfandel tanzen gehen. Ist er nicht gegen den Ball bewegt, aber Schrammel passt da wieder auf. Gut gemacht von Thomas Schrammel. Koch auf Hosina, setzt, macht ihn da ein bisschen unter Druck und Hosina behauptet den Ball und holt den Freistoß raus. Schnell abgespielt, der Freistoß von Grotzorek auf Lehmer, wieder Grotzorek. Auf rechts auf Obermeier. Guter Doppelpass, Obermeier, Hosina, aber die Flanke zu ungenau. Koch mit dem guten Zweikampf und dann mit dem Foul gibt Vorteil für die Slowenen. Beneticic versucht durchzustecken auf Lotrich und die Grazer können dann klären und dann das Foul an Spendelhofer von Ibisevic. Aber guter Beginn der Grazer in dieser zweiten Halbzeit. Viele flotte, gute Kombinationen und im Abschluss fehlt noch etwas die Konsequenz, etwas auch das Glück, dass man da richtig steht zum Ball oder dass mal kein Fuß dazwischen ist oder dass zum Beispiel schneller der Abschluss gesucht wird. Jetzt Trippeltausch bei den Slowenen. Rockstrauß und Denis Strauß draußen und die Nummer 18 Ibisevic ebenfalls draußen. Wer dann drinnen ist, werden wir Ihnen gleich nachreichen. Mit der 28 Thielen Petschnik, neu in der Partie, mit der Nummer 21 Jakob Novak für den NK Zellien neu in der Partie und mit der Nummer 3 und Luca Kerry mit der 11. Auch neu in der Partie beim 6. der slowenischen Meisterschaft. Die ja so wie Sturm in die Länderspielpause mit einer Niederlage gekommen sind. Jetzt einmal die Slowenen, aber da gibt es die Abseitsposition von Petschnik. Schweck hat da kurz verarztet werden müssen. Auf Seiten von NK Zellje. Koch auf Schrammel etwas weit. Idee war gut, die Ausführung leider nicht so besonders. Die Slowenen wieder. Über den neuen Mann, die Nummer 21, Novak. Lotrich. Novak, Schendlhofer passt auf. Lackner, Schrammel, Grotzorek. Kommt nicht in den Lauf, kriegt nicht den Speed, dass er dann mit dem Ball mitgehen kann. Petschnik will das Spiel schnell machen, zu ungenau und auch Schendlhofer. Reißt der Versuch ab, das Spiel schnell zu machen.
in die Tiefe zu spielen. Foul von Pink. Gegen Vlies. Pink verlängert den Kopfball. Die Slowenen wieder mit einem weiten Abschlag weg aus ihrer eigenen Hälfte. Gut gemacht von Lagner. Gut gesehen, Schrammel mitgegangen auf links. Kann jetzt Meter machen. Aber der Ball in den Strafraum. War nicht gut genug. Lotrich kriegt da eine mit von Schrammel. Und jetzt der Wechsel bei Sturm. Mit der Nummer 15. Kommt jetzt Vinny Amoa für Friday McKay, seinen Torschützen aus Minute 33. Der hat sein Soll für heute erfüllt mit dem Treffer, mit dem bisher einzigen Tor für Sturm. Schrammel zurück auf Schützenau. Fehler von Tobias Koch beim Rausspielen, jetzt die Slowenen. Und der Schuss geht links am Tor vorbei. Zweck macht wenig aus dieser Möglichkeit für den NK Celje. Krautzurek setzt danach. Philipp Hosener heute für ihn in einer vielleicht etwas ungewohnten Rolle, die des Zehners hinter den Sturmspitzen. Thomas Schrammel, gut gemacht. Krautzurek bleibt im Ballbesitz. Etwas mehr Platz, Lotrich kommt erst nach, wieder Schrammel. Aber der Pass auf Lehmer, der jetzt auf links gewechselt ist. Der junge Moa auf rechts kommt, ist das Foul von Thomas Schrammel. Aber was in der Spieleröffnung in Hälfte 1 über Fabian Koch über die rechte Seite gekommen ist, kommt jetzt in Hälfte 2 öfters über links über Thomas Schrammel. Der da versucht, mit seinen Wegen auf der linken Seite das Spiel schnell zu machen, der Grazer. Jetzt rutscht der Koch raus und da wieder Abseitsstellung der Slowenen. Kerin war das, der da zwei, drei Schritte zu weit vorne war.
gut gelöst von den Grazern. Hinten rausgespielt, wieder über links, wieder über Thomas Schrammel. Lehmer. Grotzorek auf Hosina, der sich da weit zurückfallen lässt. Philipp Hosina, Spieleröffnung auf rechts auf Obermeier. Der mit der Flanke und da kommt Lehmer, ist er etwas zu klein. Aber Ball bleibt bei den Grazern. Schrammel mit der Flanke, wieder Lehmer und jetzt kommt er ran und jetzt setzt er ihn drüber. Aber gut bewegt von Michael Lehmer in den Strafraum rein. Pink verlängert gut auf Lehmer, der jetzt alleine auf das Tor der Slowenien sieht. Hat einen linken, nein, hat er nicht. Und es gibt den Stösser, aber es gibt nicht den Elfer. Ja, da hat Lehmer zu lange gefackelt. Spendlofer auf Schützenauer. Grazer lösen wieder diese Situation hinter der Defensive auf die heranstürmenden Slowenen. Minuten gespielt. Sturm führt durch den Treffer von Friday Mekaese aus Minute 33 gegen Enka Zelje mit 1:0. Hatte auch die Chancen auf das 2:0, wie gerade eben vor kurzem Michael Lehmer. Amor, gut gesehen, dass der Lehmer freisteht. Jetzt vielleicht. Lehmer, hat er den linken Hammer und den hat er und er macht den zweiten Treffer in Minute 69. Drei Chancen hat es gebraucht. Die beiden Youngsters machen den zweiten Treffer. Amor sieht links Lehmer frei, steckt durch. Weiter Pass eigentlich, Slowenien schlecht gestanden, aber Lehmer diesmal etwas kaltschnäuziger als noch vor ein paar Minuten und nimmt seinen linken Fuß zur Hilfe und macht den zweiten Treffer. Lasst Rossmann keine Chance im Tor mit einem satten Schuss ins rechte lange Eck, untere Eck. Gleich die nächste Möglichkeit, diesmal für Philipp Hosina. Jetzt auch gleich den Eckball tritt. Slowenien können klären. Koch. Wechsel auf links auf Thomas Schrammel. Bendlo versteckt auf Schrammel, aber der ist etwas zu steil gespielt. Knapp 20 Minuten geht es ja noch in Straß. Sturm führt gegen Zelje mit 2:0. Minute 69. John Michael Lehmer war es, der einen schönen Schuss anbringt und in dem Tor der Slowenen versenkt. Nach einer super Vorlage vom Jüngsten am Feld, von
Winfried am Ohr. Schrammel, Krautzorek. Kein Foulpfiff, doch, jetzt gibt's ihn. Cinic mit dem Foul an Krautzorek. Schrammel. Koch, Lehmer. Da wird gezogen. Andreasic was. Foul an Amor. Auf Obermeier, gut gelöst mit der Ferse. Lackner, weiter Ball auf Pink. Versucht die da durchzusetzen und Spendlhofer, Pink, gut wieder durchgesteckt auf Lehmer, der sich da gut bewegt, immer in die freien Räume, immer anspielbar ist auch Lehmer, wieder auf Pink durch und der war etwas zu ungenau. Auch die Grazer jetzt mit einem Pressing von Krautzorek und sofort kriegen die Slowenen Probleme. Amoa, Hosina, Obermeier, wieder Hosina. Wechsel bei Zelje. Die Nummer 19, Gaspar Koritnik, neu in der Partie. Slowenien jetzt wieder mal wieder. Benlofer, Hosina, Obermeier. Etwas zu weit für Amor, der da aber trotzdem nachgeht. Und die Slowenen klären einmal zum Seiten aus.
Ball als Fremdgestoß aufs Kasernenareal in Straß gelandet. Neben dem Straßer Sportplatz gleich die Kasernenstraße. Lackner, Hosiner, Koch. ...75 Minuten vorbei. Sturm führt gegen Zelge im Testmatch in der Länderspielpause mit 2:0. Den ersten Treffer hat Friday Mikaese in Minute 33 gemacht und den zweiten Treffer in Minute 69 Michael John Lehmer. Alles in allem geht diese Führung der Grazer in Ordnung. Sie sind das bessere Team, machen mehr fürs Spiel, vor allem jetzt auch in Hälfte 2 mit den vielen Hereinnahmen der jungen Spieler. Ganz ansehnliche Partie der Grazer. Nur die Slowenen kommen jetzt überhaupt nicht rein, versuchen jetzt wieder etwas mehr offensiv zu spielen, aber das gelingt gar nicht. Lehmer passt da auf und kann sofort den Gegenangriff starten und zündet den Turbo gegen Lotrich und dann setzt sich halt doch ein bisschen der Körper durch. Jetzt gibt es den nächsten Wechsel bei den Grazern. Grozorek darf raus. Und in die Partie kommt Lukas Fadinger. Guter Einwurf auf Pink und der kann den Ball aber nicht kontrollieren. Wechsel von SK Bundesliga-Spiel und Graz. Auf dem Spiel direkt Nummer 23 Stendlaufer Lukas. Und im Spiel mit der Nummer 21 Lukas Fadinger. Pink wieder über links jetzt, hat er mehr Platz, Markus Pink legt gut ab in den Rückraum für Fadinger und dann ist Hosiner da und der macht den dritten Treffer für Sturm. Minute 78, dritter Treffer für die Grazer, gute Aktion über links, Pink spielt in den Strafraum rein, Fadinger kommt nicht richtig an den Ball, der Ball landet aber vor den Füßen von Philipp Hosiner und den verwertet er eiskalt, ganz gezielt im linken unteren langen Eck, keine Chance für Rossmann im Tor der Slowenen, jetzt ist es glaube ich entschieden. In Minute 78 mit dem dritten Treffer für die Grazer. Damit ist 12 Minuten vor Ende dieses zweiten Durchgangs alles entschieden. Die Grazer führen mit 3:0. Friday McKayse in Minute 33 mit dem ersten Treffer, dann in Minute 69 John Michael Lehmer mit dem zweiten und jetzt Philipp Hosiner macht den Deckel drauf mit dem dritten Treffer. Wird ihm auch gut tun, ein bisschen für Selbstvertrauen wieder einen verwandelt zu haben. Auch bei den Slowenen ist durchgewechselt worden. Lotrich ist draußen. Cinic ist draußen. Und neun der Partie Jan Wittmer. Und Nusruf Morris.
gute Spielverlagerung von Lukas Spendelhofer auf Thomas Schrammel. Amor, Osina. Fadinger. Lehmer. Koch. Obermeier kriegt den Ball nicht in die Mitte und Amor kommt nur mehr halbherzig dran. Lehmer. Kann er sich da durchsetzen? Nein, die Slowenen können klären. Versuchen jetzt mal zu kontern, aber auch da Stoppprobleme. Und somit keine Gefahr für den Zerkasten. Da Lackner wieder gegen, macht der Schützenau das Leben schwer. Schlechter Rückpass, der zweite schlechte Rückpass in dieser zweiten Hälfte. Einmal Spendelhofer, einmal Lackner, zweimal kann Schützenauer ausputzen. Slowenen mit einem zackhaften Vorstoß und jetzt geht es schnell über links. Lehmer, viel Platz, kann Meter machen. Auf links geht Fadinger mit. Kriegt den Ball auch Lukas Fadinger. Bleibt aber dann am slowenischen Verteidiger mit der Nummer 23 hängen. Aber die können nur ganz schlecht klären und schon wieder Sturm im Ballbesitz. Und jetzt noch zur Wechsel bei den Grazern. In den letzten 8 Minuten dürfen auch noch Gabriele Piras und Niklas Geierhofer hier gegen Enka Zellier in Straß auflaufen. Piras kommt für Spendelhofer. Geiershofer ist das erste Spiel für die Profis. Der zweite, der vom Feld runter ist, ist Philipp Hosener, Torschütze zum 3:0. Koch setzt sich da gut durch. Obermeier. Pink und dann wieder zurückgehalten. Angriff unterbunden. Karte bleibt stecken. Gabriel Piras. Piras versucht das Spiel schnell zu machen mit dem Pass in die Tiefe. Kommt nicht durch und die Slowenen noch viel weniger.
guter Zweikampfeinsatz von Amoa. Holt einen Einwurf für Sturm raus. Geierhofer. Pink verlängert für Amoa und die Slowenen einen Schritt schneller. Damit ist auch das Austauschkontingent von Sturm erschöpft. Wird keiner mehr kommen, alle durchprobiert, Heiko Vogel, die auf der Bank gesessen sind. Zum Schluss natürlich die Jungen kommen. Ein Junge hat auch getroffen, einer hat eine Torvorlage gemacht. Amor mit der Torvorlage zum 2:0 und den zweiten Treffer, den macht dann John Michael Lehmer ganz hart mit dem linken Schuss, mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck. Schrammel verzögert. Fallinger, Pink. Das Abtropfen für Koch kommt aber nicht hin. Blick nach vorne gerichtet von Thomas Schrammel auf Tobias Koch. Sich da aber nicht durchsetzen kann und dann gut nachgesetzt hat. In der zweiten Hälfte hat auch die Abstimmung in der Abwehr gut gepasst zwischen Spädelhofer und Lackner. Und da hat Geierhofer den längeren Atem gegen die Nummer 11 der Slowenen, gegen Kerim. In der ersten Hälfte noch ein paar Probleme, da haben die Slowenen mehr Chancen gehabt. Aber in Hälfte 2 war nicht ein Schuss auf das Tor der Grazer zu notieren, zu vermerken. Rass auf Amoa. Der auf Pink kommt da hin. Pink, nein. Wittmeier kann da klären. Schlussminuten laufen hier in Straß. Sturm führt gegen NK Celje mit 3:0. Foul an Lehmer. Lackner gut nachgesetzt. Minuten sind jetzt genau vorbei. Sturm wird dieses Testmatch gegen den NK Celje mit 3:0 gewinnen. Viel wird nicht nachgespielt werden. Da ist auch schon die Pfeife im Mund des Schiedsrichters. Sturm besiegt.
Zellier mit 3:0 hier in Straß. Die Torschützen noch einmal in Minute 33. Friday, Emeka Friday Eze mit dem 1:0 nach einer schönen Vorlage von Fabian Koch. Mit dem Lupfer über die Abwehr. Dann hat es bis Minute 69 gedauert, bis der zweite Treffer der Grazer gefallen ist. Michael John Lehmer mit dem satten Schuss nach einer Vorlage von Winfried Amor bringt er den Ball im Tor unter. Und dann ist es Philipp Hosiner in Minute 77 mit dem dritten Treffer und dem Endstand mit dem 3:0. Alles einmal ein guter Test für Sturm. Heiko Vogel hat alle Akteure, die er mitgehabt hat, auch spielen lassen und hat sicher einige Aufschlüsse für die weitere Vorbereitung ziehen können. Ich darf noch mal erinnern, am 21. Oktober geht es um 17 Uhr am Verteilerkreis in Favoriten weiter mit dem Bundesligaspiel gegen die Austria. Dann am 28. gegen Hartberg in Hartberg und das nächste Heimspiel der Grazer gibt es dann am unter und dann ist es Philipp Hosiner in Minute 77 mit dem dritten Treffer und dem Endstand mit dem 3:0. Alles einmal ein guter Test für Sturm. Heiko Vogel hat alle Akteure, die er mitgehabt hat, auch spielen lassen und hat sicher einige Aufschlüsse für die weitere Vorbereitung ziehen können. Ich darf noch mal erinnern, am 21. Oktober geht es um 17 Uhr am Verteilerkreis in Favoriten weiter mit dem Bundesligaspiel gegen die Austria. Dann am 28. gegen Hartberg in Hartberg und das nächste Heimspiel der Grazer gibt es dann am